Mit der Retrospektive Werner Büttner – Gemeine Wahrheiten zeigt das ZKM in Kooperation mit dem Museum Weserburg in Bremen die bislang umfangreichste Schau mit Werken des Hamburger Künstlers Werner Büttner. An der Konzeption seiner Schau war der Künstler wesentlich beteiligt. Nein, Gemeine Wahrheiten, darauf haben wir uns geeinigt, weil das Leben mutet einem ja einiges zu. Und unter anderem gibt es, und das hat mich immer interessiert, gemeine Wahrheiten, wo sich das Leben mehr oder weniger selbst denunziert. Die habe ich immer gesucht, damit wollte ich mich beschäftigen. Und die zweite Bedeutung von gemeine Wahrheiten ist natürlich auch allgemeine Wahrheiten oder Gemeinplätze. Das sind dann wieder Wahrheiten, mit denen die Menschen das Leben denunzieren. Und diese beiden Aspekte, die werden Sie auf diesem Parcours immer wieder finden. Zusammen mit Martin Kippenberger und Albert Oehlen prägte Büttner seit den frühen 1980er Jahren mit provokativen Werken nachhaltig die deutsche Kunstszene. Das war damals die berühmte Randale-Gruppe, ne? Kippenberger, Oehlen und ich und Hubert. Das war in Essen damals, 83, und ja, das war mehr oder weniger unser Karrierestart, ne? Bilder, Zeichnungen, Collagen, Grafiken und Skulpturen zeugen von Büttners Einfallsreichtum, Ironie, aber auch von seinem beißenden Spott gegenüber den gesellschaftlichen Realitäten und der Kunst. Auch Spott an der eigenen Person wird in vielen Selbstdarstellungen sichtbar, die den Künstler meist in komisch absurden Situationen zeigen. Werner Büttner stellt mit seinem Bad Painting, einer betont lapidaren und nicht zuweilen als hingerotzt bezeichneten Malweise, das, was Malerei bis dahin war oder sein wollte, provokant in Frage und nimmt ihr endgültig alles Bourgeoise. Zahlreiche Äußerungen aus seiner Lebenswelt nimmt er in sich auf, zermalmt sie motivisch wie inhaltlich und käut sie wieder, wie die Kuh, die den blauen Pullover gefressen hat. Schließlich setzt er sie neu im Bild zusammen, sodass zuweilen eigenartige Kombinationen entstehen. Andere, wie die russische Revolution vom Hörensagen und in Öl oder wetterfester Schmetterling, sprechen wiederum von Büttners treffender Gesellschaftskritik. Auch die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit stellt ein relevantes Themenfeld dar. Mit Bildern wie Badende Russen bezieht er eindeutig Stellung zur deutsch-deutschen Historie. Die mehr als 300 ausgestellten Exponate geben einen so tiefen Einblick in Büttners Schaffen, dass man nachvollziehen kann, wenn er mit einem Bild verzweifelt bekennt: Moderne Kunst kann man verstehen, moderne Welt nicht.